Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Teilverkäufe der Transnet BW, also des Übertragungsnetzbetreibers im Südwesten von Deutschland. Es wird aktuell diskutiert, dass da Anteile, die bisher bei der NBW waren, veräußert werden sollen, zum Teil an die KfW, die staatliche Bank, und zum Teil an einen noch zu findenden Investor. Und da gibt es diverse Diskussionen drumherum. Ich will mal einordnen, was das eigentlich bedeutet, was der Hintergrund davon ist und ob das irgendwie überhaupt sinnvoll ist, das zu veräußern und so weiter. Es ist natürlich deswegen auch interessant, weil wir diese Gespräche bei den anderen drei Übertragungsnetzbetreibern in dieser Form gerade nicht ganz so führen, weil es nämlich unterschiedliche Voraussetzungen gibt, aber auch dazu dann in Zukunft noch mal gerne mehr. Ich habe es hier mal einfach nur einen Pressebeitrag vom SWR genommen, ne, weil der ist öffentlich-rechtlich. Das kann man hier mal ruhig mal zeigen, den Artikel. Streit um Verkauf von Transnet BW-Anteilen. Und im Moment wird also diskutiert, ob das der Landtag nicht nochmal besprechen müsste, ob das denn überhaupt so passieren soll. Worum geht es dabei? Wenn man bei Netzentwicklungsplan.de, das ist auch eine der gemeinsamen Informationsplattformen der vier ÜNBs, der vier Übertragungsnetzbetreiber, mal reinschaut, dann sehen wir, ne, die Transnet BW ist hier unten in Baden-Württemberg der Übertragungsnetzbetreiber. Übertragungsnetzbetreiber kann man verstehen als ein Transportnetzbetreiber für Strom. Der hat also die großen Leitungen, die Höchstspannungsleitungen und Hochspannungsleitungen zum Teil. Und betreibt das eben. Der sorgt dafür, dass immer genügend Strom da ist, dass auch die richtige Menge Strom da ist. Das heißt, das sagt auch mal Kraftwerksbetreibern, hey, ihr müsst hier mal anders reagieren, weil sonst kommt es zum Engpass. Und der bestellt die Regelenergie zum Beispiel. Das sind so Notfallanlagen, die bei einem spontanen Mangel oder spontanen Überschuss das Stromnetz wieder ausgleichen können. Transnet BW ist eben der hier im Südwesten, während wir mit Amprion, TenneT und 50 Hertz noch drei weitere haben, die auch flächentechnisch natürlich größer sind. Und Transnet BW mit Baden-Württemberg hat natürlich so eine interessante Eigenschaft. Naja, in Baden-Württemberg gibt es einen richtig großen Energiekonzern, das ist die NBW. Und die Transnet BW ist ja namentlich da auch relativ nah dran. Tatsächlich gehört die auch noch zur NBW. Und jetzt gehen wir mal gerade zu Wikipedia und jetzt bin ich ja gerade noch im Weg, ich tue mich mal zur Seite. Jetzt haben wir hier so eine Grafik mit den vier Übertragungsnetzbetreibern und sehen auch hier, ne, so ein deutsches Logo, weil NBW. Wir sehen bei dem anderen, ne, Amprion, auch so ein deutsches Logo. Und hier niederländisch und hier belgisch, weil zum Teil gibt es hier verschiedene Investitionspartner, die Anteile an diesen großen Übertragungsnetzbetreibern halten, denn die sind allesamt, die anderen drei, gar nicht mehr im Besitz ihrer ursprünglichen Energiekonzerne. Hintergrund ist, wir wollen ja in Deutschland die Netze entflechten von den restlichen Wertschöpfungsstufen, um die unabhängig zu machen, damit die für sich alleine stehen und nur ihren eigenen Netzbetrieb im Fokus haben. Weil das ist ein natürliches Monopol, ne? Man kümmert sich halt um sein eigenes Netz und es gibt nur ein Netz und man ist der Betreiber, also kann man entscheiden, was man tut, so im Großen und Ganzen. Man ist halt Monopolist im Großen und Ganzen, ja. Wird dabei beaufsichtigt von Behörden, ne? Bundesnetzagentur und Co. Und dadurch, dass man sich nur auf sich selbst und das Netz konzentriert, kann einem egal sein, wer Versorger ist, wer Kraftwerksbetreiber ist, ne? Dann kann man Wettbewerb zulassen, ne? Das war früher ja nicht so. Die drei anderen sind im Kontext dieser Entflechtung auch veräußert worden. 50 Hertz war ursprünglich mal Vattenfall-Konzern und ist jetzt zu einem gewissen Teil bei der Elia, das ist ja, ich glaube, der belgische Stromkonzern, und zum Teil jetzt bei der KfW, das ist unsere staatliche Investitionsbank. War vorher mal noch, da war ein Anteil Macquarie, das ist ein australischer Investmentfonds gewesen. Die wollten aber verkaufen und dann gab es die Gerüchte, dass die Chinesen einsteigen wollten. Das wollten wir in Deutschland nicht, also hat die KfW die Anteile übernommen. TenneT, niederländisch, weil der niederländische TenneT-Konzern hat hier das große Übertragungsnetz von der E.ON übernommen, weil der E.ON-Konzern das eben auch abgeben musste. Und Amprion, das war früher mal RWE, hat auch das abgegeben und ist, soweit ich weiß, auch so ein Investmentfonds, der relativ breit gestreut mit den Anteilen so liegt. Die Transnet BW hat dann eine
Ausnahmegenehmigung und hat weiterhin hier sich im NBB-Konzern befinden können, weil einerseits, sie sind natürlich der kleinste Übertragungsnetzbetreiber, wenn man das mal so vergleicht mit den drei anderen, ist da offensichtlich ein Größenunterschied. Und die TransnetBW gehört ja zu NBW, die ein staatlicher Konzern ist. Wenn wir nämlich mal ganz kurz bei der NBW nachschauen, genau hier unten, Aktie, wem gehört die? Zu 46% UEW Energiebeteiligungs GmbH. Das ist, upsi, jetzt, Moment, verschiebe ich gleich nochmal mich. Das ist ein Zweckverband, der wiederum verschiedenen Landkreisen gehört. Ne? Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke. Dieser Anteil gehört also Landkreisen von Baden-Württemberg. Und hier die Neckarpri, das ist eine Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg, also auch öffentlich-rechtlich, also ist die NBW im Großen und Ganzen öffentlich-rechtlich geführt. Ne? Eigentumsverhältnisse. Der Rest, wir sehen ja hier, ne, Energieaktionärsvereinigung, Eigenanteile, die bei der NBW sind, Gemeindeelektrizitätsverband, Neckarelektrizitätsverband und ein bisschen Streubesitz. Also das ist wirklich größtenteils öffentlich-rechtlich geführt. Ne? Kann man sich denken, okay, damit sind die etwas weniger verdächtig, Vorteile zu nutzen, als ein rein kapitalistisch-privatwirtschaftlich getriebenes Unternehmen. Ne? Deswegen hat die TransnetBW hier immer so die Sondergenehmigung, obwohl sie immer noch zum NBW-Konzern gehören, ne, sieht man ja auch hier, ne, 100% Tochter, dass sie eben trotzdem weiterhin hier noch dort bleiben können. Obwohl, und jetzt kommt es, wie im Gesetz, im Energiewirtschaftsgesetz, zum Beispiel hier im Abschnitt 3, besondere Entflechtungsvorgaben für Transportnetzbetreiber, das sind die ÜNBs, die eigentumsrechtliche Entflechtung ausformuliert bekommen haben, mit auch dem Hinweis, ne, es könnte hier auch ein paar Ausnahmemöglichkeiten geben, ne, unabhängiger Transportnetzbetreiber, unabhängiger Systembetreiber. Es gibt eben die Möglichkeit, dass, wie das bei der TransnetBW auch passiert ist, man doch noch dort im Konzern bleiben kann mit einer Sondergenehmigung der Aufsichtsbehörden. Die prüfen dann noch besonders, ne, die Bundesnetzagentur schaut, dass die TransnetBW sich auch ordentlich verhält. Jetzt ist also im Gespräch, dass hier ungefähr die Hälfte, also die knappe Hälfte, herausgegeben werden soll. Davon wiederum die Hälfte soll an die KfW gehen. Das kann man hier mal in dem Artikel vom SWR kurz nachschlagen. Hier steht's. So, das Unternehmen plant den Verkauf von 49,9%. Das ist also keine Gesamtmehrheit, sondern die NBW will auch die Mehrheit behalten. Aber 49,9% gehen dann zur Hälfte an die KfW Bank. Das sind also 24,95% und der Rest ist in einem Bieterverfahren. Und das ist der Punkt, über den halt gerade gestritten wird. Bieterverfahren heißt nämlich im Zweifel, dass jemand hier dann nachher der Anteilseigner werden kann. Nur wer ist das? Und wen wollen wir vielleicht von vornherein ausschließen? Das ist genau der Streit, um den es gerade geht. Wir wollen vielleicht nicht, das haben wir schon erlebt, dass die Chinesen vielleicht investieren wollen. Wir wollen auch nicht unbedingt, dass vielleicht der Nahe Osten mit ja, auch fragwürdigen Regimes investiert. Wir wollen auch vielleicht nicht, dass die USA oder Russland oder wer auch immer investiert. Also ist es gerade tatsächlich ein bisschen fraglich, in welche Richtung es gehen soll. Es gibt im Moment Gerüchte, dass praktisch ein Sparkassenverband hier investieren möchte. Und zwar auch wieder einer von der Ecke dort, aus Schwaben, Baden-Württemberg. Das wäre natürlich wieder relativ nah am Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Die Sparkassen sind schlussendlich auch an den Kommunen sehr nah dran, an den Landkreisen nah dran. Also wäre das am Ende immer noch sehr, sehr viel Wirkungskraft der öffentlichen Hand. Aber das ist halt noch nicht beschlossen, da ist noch nichts entschieden. Es ist immer noch möglich, dass auch irgendein Konzern oder irgendein Land dort mit einer Beteiligungsgesellschaft Einfluss nehmen könnte, indem sie diese Anteile im Bieterverfahren bekommen. Das bedeutet für die Netze als solche erstmal gar nichts, weil naja, das Unternehmen TransnetBW macht dann ja erstmal weiter wie gehabt. Das Unternehmen gehört dann nur zum Teil jemand anderem. Das heißt, die Ausrichtung des Unternehmens, die Strategien, die Investitionsbereitschaften und so weiter, die werden natürlich von den Eigentümern beschlossen. Und wenn halt bisher die NBW 100% Eigentümer ist, dann sagt halt die NBW, ne, macht halt das, was
uns als Land NBW, als Land Baden Württemberg gut tut, macht halt das. So. Wenn die NBW aber nur noch die gute Hälfte besitzt, naja, dann hat schon mal die KfW als bundesweite Investitionsbank Mitspracherecht, klar. Und der Dritte, der noch fehlt. Wenn der ein anderes Interesse hat, als Gutes für Baden-Württemberg zu tun, dann gibt es auf jeden Fall Streit und Unklarheit und vielleicht auch gewisse Hürden in der Ausrichtung dieses Übertragungsnetzbetreibers. Das ist im Moment die große Frage. Also das sind auch die Streitpunkte. Wollen wir also überhaupt, dass die NBW die Anteile verkauft? Und wenn ja, an wen? Das sind die Streitpunkte, die im Moment vor allem zu sehen sind. Ich als energiewirtschaftlicher Experte sage, es ist grundsätzlich erstmal gut und richtig, dass wir eigentumsrechtliche Entflechtungen vorantreiben. Das heißt also nämlich schon, dass es ja durchaus einen Sinn hat, dass wir und warum wir überhaupt damals die Übertragungsnetze, die vier Übertragungsnetze aus den Konzernen herauslösen wollten. Die ÜNBs, die Übertragungsnetze, sind nämlich eine sehr mächtige Position innerhalb des gesamten energiewirtschaftlichen Systems. Die sind ganz klarer Monopolist und die werden halt von der Bundesnetzagentur beaufsichtigt. Klar, aber sie sind halt wirtschaftlich und auch mit ihrer Wirkkraft auf die Weiterentwicklung der Energiewende und der Systemsicherheit einer der wichtigsten Player überhaupt im Markt. Wenn man als so ein Player immer noch in einen Energiekonzern gehört, dann gibt es schon irgendwo Anreize im Sinne des Energiekonzerns zu arbeiten. Wenn der als Versorger tätig ist, wenn der als Kraftwerksbetreiber tätig ist, wenn der als Verteilnetzbetreiber tätig ist, dann gibt es halt also gewissermaßen Interessenskonflikte in dieser starken Positionierung, in der man ja auch gewissermaßen Aufsichtstätigkeiten im Rahmen der Bilanzkoordination zum Beispiel durchführt. Deswegen ist es wirklich nicht schlecht zu sagen, wir hätten schon gerne diese eigentumsrechtliche Entflechtung, weil damit noch klarer die Trennung vom ursprünglichen Energiekonzern herbeigeführt wird. Natürlich ist die NBW als sowieso schon kommunal oder öffentlich-rechtlich im Eigentum sich befindlicher Konzern unverdächtig. Aber trotzdem, es wäre noch besser, wenn hier, ich sag mal, zumindest so ein Teil, eine Teilveräußerung stattfinden würde. Naja, nun ist aber tatsächlich die TransnetBW gar nicht der einzige, bei dem das diskutiert wird. Im Moment gibt es sowohl bei der TenneT Gespräche, weil ja hier, wie gesagt, der niederländische Energiekonzern TenneT Eigentümer ist 100%. Auch hier kann es gut passieren, dass man sich darauf einigt, dass vielleicht eine Hälfte an Deutschland zurückgeht, zum Beispiel an die KfW. Und dann wäre die KfW bei 50 Hertz, bei TransnetBW und bei TenneT drin. Das wäre schon mal nicht schlecht. Und auch bei Amprion gibt es verschiedene Gespräche darüber, ob man da nicht vielleicht eine gewisse Neuausrichtung auch vornehmen könnte und sollte, um hier ja, tatsächlich in die Richtung zu kommen. Dann noch mehr vielleicht staatliches Eigentum klar zu positionieren, was ja dafür sorgen würde, dass man also tatsächlich offensichtlich diese kritische Infrastruktur im Sinne des Landes, des Staates, der Gesellschaft führt. Mal schauen. Also, schlussendlich geht es bei diesen ganzen Gesprächen rund um die Veräußerung der TransnetBW-Anteile von der NBW darum, dass diskutiert wird, ob man das überhaupt machen will oder ob einfach die Anteile bei der NBW am Ende dann doch verbleiben sollen. Ich glaube, der Anteil der KfW ist klar, also das wird passieren. Aber was ist mit den restlichen 24,95%? Ne? An wen soll es gehen? Das ist eben die zweite große Streitfrage. Wollen wir es überhaupt machen und an wen soll es denn gehen? Das ist wirklich keine einfache Frage. Und oder sind keine einfachen Fragen. Und da muss man sich natürlich auch noch Gedanken machen. Wir werden das weiterhin beobachten. Das ist jetzt sicherlich nicht ganz so ein krasses Ding wie damals der E.ON-RWE-Deal, wo ja wirklich, ich sag mal, eine große Wirkung auf den Energiemarkt auch durchgeführt wurde, sondern das ist jetzt einfach mal so regulatorisch interessant, was das für Auswirkungen auf, ich sag mal ganz grob, die Strategien des Netzbetriebs, der Systemsicherheit, der Energiewende, der Digitalisierung auch ganz klar haben könnte. Naja.
Okay, soweit erstmal dazu. Das ist also der Hintergrund für die aktuellen Diskussionen rund um die Veräußerung der Transnet BW-Anteile von der NBW an weitere Investoren. Okay, habt ihr Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches zu diesem Thema, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr ansonsten irgendwelche Fragen oder Themenwünsche habt, gerne immer vorschlagen in den Kommentaren. Die meisten lese ich jetzt dann doch mittlerweile wieder. Und ja, ansonsten like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.